Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Rotunde-Talk in der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich bin Udo Hahn. Mein Gast heute ist Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Schön, dass Sie hier sind, liebe Frau Fleischmann. Kein Lebensbereich, der nicht von der Corona-Pandemie betroffen wäre, auch die Schule. Mhm. Ehe wir auf den Schulbetrieb im Einzelnen zu sprechen kommen, würde mich aber zum Einstieg interessieren, wie es Ihnen denn persönlich ergangen ist in dieser Phase des Lockdown. Mhm. Also ich bin schon ein Mensch, der stark angewiesen ist auf die Beziehung, und die spürte ich besser so, wie wir es jetzt gerade haben, als in irgendwelchen Konferenzen, wo ich immer ganz starr in diesen Computer guckte und ganz kleine Bilder hatte und die Menschen nicht wahrnehmen konnte. Das war für mich eine schwierige Situation, weil ich stark auch aufs Feedback angewiesen bin. Was macht denn der andere, wenn ich was sage? Oder wie schaut denn der dann? Oder wie ist die Körpersprache? Das sind Elemente, die mir als Lehrerin fehlten, aber eben auch als Mensch. Als Lehrerin bist du stark angewiesen auf die Beziehung, und so bin ich es als Mensch auch. Und insofern war für mich das etwas gewöhnungsbedürftig. Und jetzt muss ich sagen, ist es so, jetzt habe ich es irgendwie dann auch satt. Also jetzt fällt mir zu Hause die Decke auf den Kopf. Jetzt brauche ich wieder ein anderes Leben für mich. Und ich spüre das aber auch bei allen Gesprächspartnern, die auch sagen, irgendwie die Normalität war schon nicht schlecht. Und das ist irgendwas, was mich fasziniert, weil irgendwie war es doch so, man will immer was Verändertes, was Neues. Und ich bin schon so ein Mensch, der ziemlich agil ist. Nein, jetzt wünsche ich mir die Normalität. Und da erschrecke ich so ein bisschen selber von mir. Aber das, glaube ich, ist in der jetzigen Zeit einfach für uns alle etwas ungewohnt gewesen, ja, was da so abgeht. In der Phase des Lockdown waren auch die Schulen geschlossen. Mhm. Aktuell wird ja diskutiert, ob alle Schritte, alle Maßnahmen verhältnismäßig waren. Mhm. Würden Sie sagen, es war verhältnismäßig, die Schulen zu schließen? Wir haben ganz zu Anfang gesagt, hoffentlich geht die politische Führung hier in Bayern einen ganz klaren Weg. Und hoffentlich bleiben sie, so ging es los, stehen in den klaren Ansagen. Jetzt ist unser Lehrerverband nicht gerade bekannt dafür, dass wir Ansagen von oben wollen, sondern wir würden eigentlich so wahnsinnig gerne Eigenverantwortung leben an den Schulen vor Ort. Aber siehe da, wir sind relativ gut durchgekommen mit dem Lob auch gegenüber der Staatsregierung, durchaus auch gegenüber dem Ministerpräsidenten. Gibt es ja schon so einige kritische Stimmen in allen Reihen, auch bei uns. Nein, wir sind sehr dankbar gewesen. Die ganze Strecke über war klare politische Ansage, kein Rumgeeiere, auch bis zum Schluss des Schuljahres nicht. Und das ist wichtig, auch über den Sommer hin zum Start erwarten wir ganz klare Ansagen, damit wir uns im Rahmen dieser klaren Ansagen orientieren können. Und es hätte nichts schlimmer kommen können wie, heute machen wir es so und morgen machen wir es anders. Und das war genau nicht der Fall. Ja, Lockdown heißt ja im Schulbereich nicht, dass die Bildungsarbeit stillgestanden hätte. In der Autoindustrie kann man die Bänder stilllegen, Restaurants kann man schließen. Aber es war sozusagen jetzt dann Lernen zu Hause angesagt. Wenn Sie diese Monate bilanzieren, und ich will zunächst nur nach einer ersten Allgemeineinschätzung fragen, hat das Homeschooling funktioniert? Also ich korrigiere Sie ungern, weil ich Sie sehr wertschätze in Ihrer Fragehaltung, aber Homeschooling ist schon mal der falsche Begriff, weil wir eben nicht sagen, es war Schule zu Hause, sondern es war Lernen zu Hause. Und das ist jetzt auch gleich die Antwort. Also was hat funktioniert? Als Lehrerin muss ich natürlich sagen, Unterricht funktioniert nur mit Lehrerinnen und Lehrern. Und guter Unterricht erst recht. Deswegen war Lernen zu Hause durch Lehrerinnen und Lehrer gecoacht. Aber irgendwie war das Kind ja schon sich selbst überlassen. Entweder mit der Mama an der Seite und dem Papa an der Seite oder alleine oder nur mit diesem Ding, also nur mit diesem Laptop oder vielleicht auch nur mit dem Arbeitsblatt. Also es kann bilanziert werden, dass wir alles versuchten, in einem völlig neuen Format für uns Lehrerinnen und Lehrer Kinder, die wir nicht bei uns hatten, zu Hause zu begleiten. Aber es war bitte kein Homeschooling. Das würde nämlich für die Zukunft bedeuten, und da muss ich schmunzeln, dass man das so weitermachen könnte. Und dann wären wir womöglich überflüssig, und das geht natürlich gar nicht. Ja, das sehe ich auch nicht. Danke für die Korrektur. Ich werde das entsprechend beherzigen und habe ein Stück dazugelernt. Wenn man mit Eltern und mit Lehrerinnen und Lehrern spricht, kann man den Eindruck gewinnen, dass mit der Situation eigentlich alle überfordert waren.
hätte das irgendwie besser funktionieren können? Was wären die Voraussetzungen gewesen, unter denen so etwas hätte funktionieren können, besser als gefühlt? Also dieses hätte, da sind wir jetzt alle ja mit dabei, was hätte man denn besser machen können? Hätte man nicht anders vorbereitet sein können? Jetzt sage ich mal völlig fernab meiner Position, eine Katastrophe vorbereiten, ich weiß ja nicht, also, ob man das auf der Welt kann. Wir merken ja jetzt alle, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft, in den Bereichen der Wirtschaft schon so war, dass es ein Novum war, wie es gelaufen ist. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, wenn wir schon zu 100% in allen Schulen flächendeckend digital ausgestattet gewesen wären und wenn wir als Lehrerin das alles schon gekonnt hätten und wenn die Schülerinnen und Schüler alles schon drauf gehabt hätten, ja, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Und jetzt habe ich mehrfach hätte, täte und so weiter verwendet. Das war halt nicht so. Und weil es nicht so war, haben Sie vollkommen recht, sind wir schon auch alle miteinander ein Stück weit gestrauchelt. Und dieses Straucheln war Unsicherheit. Man musste sich einruckeln. Und in einer längeren Strecke, wir dachten ja noch vor den Osterferien, dass das dann aufhört. Und das nur eine kurze Strecke ist. Jetzt sind wir ja eine ganz lange Strecke miteinander in diesem Modus gefahren und da haben wir mehr dazu trainiert. Und ich will schon sagen, ich glaube, dass viele Kinder, viele Eltern und viele Lehrerinnen und Lehrer Sachen gelernt haben, wo ich nicht gedacht hätte, wenn wir uns vor einem halben Jahr unterhalten hätten, dass wir das je so schnell so gut lernen. Lassen Sie uns mal auf die Eltern schauen. Wie haben Sie die denn in der Krise erlebt? Jetzt hätte ich beinahe geantwortet, ziemlich bayerisch, so wie immer. Ja, weil Eltern gibt es, die gab es vorher schon, die waren mit immer allem zufrieden. Und dann gibt es Eltern, die finden überhaupt nichts gut, wenn ich das mal so bayerisch sagen darf. Da haben wir immer alle versucht, uns die Haxen auszureißen und für die Mama war nichts richtig. Also ich würde das jetzt mal ein bisschen runterbacken wollen und sagen wollen, ja, auch in einer Krise gibt es Menschen, die waren sehr zufrieden mit dem, was Lehrerinnen und Lehrer geboten haben. Und es gab welche, die haben den Untergang des Abendlandes gesehen, weil das Kind heute nur 20 Minuten was getan hat. Und da sind wir dann am Kern der Diskussion. Also welche Familie hat was erwartet in der Zeit, die wir jetzt hinter uns haben und was erwarten die Familien jetzt in der Zeit, die kommt? Und da gibt es die Heterogenität, so wie bei den Kindern, auch bei den Eltern. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind es aber auch gewöhnt. Mozza und Loba und dann ein großer Bereich dazwischen und damit können wir umgehen. Und wie ist es mit den Kindern? Bei den Kindern ist es jetzt so, dass da ich schon ein bisschen kritischer bin, weil wir da durchaus Bildungsverlierer noch mal eher produziert haben in der Corona-Zeit als in der Zeit vorher. Wir wissen ja alle, dass die soziale Ungerechtigkeit durchaus in Bayern auch zu Hause ist, auch wenn es nicht immer alle wahrhaben wollen. Aber die Kinder aus sozioökonomisch besseren Familien haben bessere Bildungschancen. Das heißt, wir lassen immer welche zurück, auch ohne Corona. Und in Corona sind ja all die Themenfelder nochmal wie in einem Brennglas deutlich geworden, die uns schwer beschäftigen. Und es ist die Bildungsungerechtigkeit. Machen wir ein kurzes Beispiel. Die Familie, die 3, 4 Kinder hat, einen Computer, beide im Homeoffice, durchaus interessierte Eltern, hatte jetzt nicht ganz so gute Chancen, alle 3 Kinder in dieser Zeit des Lernens zu Hause zu betreuen. Die andere Familie hat überhaupt kein Endgerät. Die Eltern sind nicht in der Lage, ein Endgerät anzuschaffen oder wollen das Geld da nicht investieren. Und die Eltern sind auch nicht da. Also sie sind für die Kinder nicht da. Tja, also diese Kinder haben echt verloren. Und jetzt gilt es, dass die ganze Bandbreite von den Kindern, die sozusagen kein Endgerät hatten, zu denen so viele Kinder zu Hause, dass sie am Endgerät gar nicht arbeiten konnten, bis hin zu den Eltern, die Nachhilfe organisiert haben in Corona-Zeiten und die Kinder sind jetzt einfach schon ein Jahr weiter. Das müssen wir jetzt alles wieder irgendwie einsammeln und gemeinsam wieder eine Strecke gehen. Ich habe gelesen, dass eine Studie, eine Umfrage Ihres Verbandes ergeben hat, dass in der ersten Phase des Lockdown sozusagen nur zu 85% der Kinder und Jugendlichen Kontaktbestand seitens der Schule, zu 15% nicht. Ich finde das dramatisch. Was hat das denn für Auswirkungen jetzt schon innerhalb der Krise und dann darüber hinaus? Das ist eine Zahl, die für manche Schulen ja gar nicht stimmt, weil es eine Durchschnittszahl ist.
will ich es mal ein bisschen dramatisieren, weil ich Schulen kenne, wo bis zu der Hälfte der Schüler nicht erreicht wurde. Und diese Lehrer haben gelitten ohne Ende, weil sie die Kinder nicht mehr wahrgenommen haben. Ja, was ist denn jetzt mit dem? Gibt's den? Wo ist der? Warum beteiligt der sich nicht an der Videokonferenz? Warum geht die Mama nicht ans Telefon? Was ist denn mit diesen Kindern? Das führte in ländlichen Gebieten, wo das oftmals nicht so schlimm ist, aber ich sage mal ein Beispiel dazu, dass zum Beispiel Lehrerinnen mit dem Fahrrad am Dorf abgefahren sind, um wenigstens mal das Kind zu sehen. Ach, dir geht's doch gut. Ich fahre weiter, ich habe dir was eingeschmissen. Das ist jetzt ein bisschen rosarot, was ich da erzähle, aber das war für manche Lehrerinnen wichtig, um zu sehen, dem Kind geht's gut, ich hatte ein bisschen Blickkontakt und jetzt kann ich wieder weiterradeln, passt schon. In Städten, wo wir Familienverhältnisse haben, wo manchmal sozusagen auch gar nicht klar ist, ist die Familie da, wer lebt denn da, wie leben die, war das viel, viel schwieriger, die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Und da brauchen wir jetzt schon auch von der Politik, von oben irgendwie Tools, Möglichkeiten, Formate, auch an diese Kinder ranzukommen, wenn womöglich wieder eine Zeit droht, wo die Kinder ganz alleine auf sich zu Hause gestellt sind. Nicht erst in der Krise lautet das Wort der Stunde Digitalisierung, weil man sich davon verspricht, dass in allen Lebensbereichen Dinge besser vorankommen. Digitalisierung ist auch in der Schule seit langem ein Thema, eigentlich auf zwei Ebenen, die Ausstattung und sozusagen die Digitalkompetenz. Mhm. Wenn ich es richtig sehe, in beiden Bereichen defizitär. Haben Sie die Erwartung, dass durch die Corona-Krise hier es zu einer Verbesserung der Lage kommt in beiden Bereichen? Oder was müsste jetzt eigentlich kommen? Also alle wollen ja, dass es jetzt ziemlich zügig vorangeht. Ich stelle mir die Frage, ob es in einer Krise geht, da wo vorher so viel defizitär war, Vollgas zu geben. Und das genau stellt sich jetzt auch raus. Also jetzt wollen wir alle, dass alle Kinder ein Endgerät haben. Ja, aber sie haben nicht alle ein Endgerät. Also investieren wir Geld in Endgeräte von Kindern. Huch, jetzt kam man auch mal drauf, dass die Lehrer überhaupt sowas nicht haben, sondern das alles selbst finanzieren. Jetzt könnte man sogar, und das wird auch gemacht, die Forderung aufstellen, Lehrer brauchen Endgeräte. Dann stellen wir fest, oh mei, also das mit dem WLAN und diesem zuverlässigen Zugang ins Internet ist auch nicht in ganz Bayern gegeben. Dann merken wir, dass Kolleginnen Kompetenzen haben, die immens sind und andere, die ziemlich low sind. Ja, jetzt ist das ja um Gottes Willen eine ganz eine unterschiedliche Ausgangslage in den Kompetenzen der Lehrer. Ja, und jetzt gibt es Schüler, die sind uns weit voraus und können alles perfekt nutzen. Und es gibt Schüler, die kommen überhaupt nicht zurecht alleine vor diesem Teil. Also wir merken die Differenzen zwischen der Versorgung im Endgerätebereich sind groß. Unsere Kompetenzen sind ziemlich breit gestreut als Lehrerinnen und Lehrer, die der Kinder auch. Und jetzt erwartet natürlich jeder, dass man mit Milliarden, die man da jetzt reinpumpt, bis zum September, Oktober alle top ausgestattet sind. Und das wird halt nicht funktionieren. Also das, was wir ein Stück weit verpennt haben in der Entwicklung der Digitalisierung der Schule, jetzt in der Krise Vollgas reinzuholen und dann zu sagen, aber ab September, dann wird alles gut. Das wage ich zu bezweifeln, ob das geht. Dann nehmen wir mal die mittelfristige Perspektive in den Blick. Könnte man unter dem Stichwort Lernen aus der Krise sagen, aber in 2 oder in 3 Jahren werden wir uns deutlich verbessert haben, weil es ist ja klar, dass manches nicht von jetzt auf gleich realisiert werden kann. Dennoch bleibt es eine Aufgabe. Ja, absolut. Also da gebe ich Ihnen zu 100% recht, Herr Hahn. Wir können ja jetzt nicht wieder sagen, also jetzt schauen wir dann einmal, dass wir vielleicht einmal demnächst ein Konzept entwickeln. Das geht nimmer. Also wir merken ja den Druck jetzt. Also nicht nur der unterschiedlichen Parteien, durchaus auch der Spitze des Freistaats Bayern, die sagen ja, da muss doch jetzt mal was gehen. Also ja, ich glaube, jetzt ist der Dampf im System, wenn ich das mal so formulieren darf, und der wird jetzt auch sozusagen zur Entfaltung kommen. Und Ihre Zeitperspektive in 2, 3 Jahren, das war jetzt sehr charmant formuliert, ich glaube schon, dass man sagen kann, also das nächste Schuljahr muss da schon noch mal mehr gehen, wie bis dato in dem Vergangenen passiert ist. Es ist nur die Frage, wie wir alles einpacken, also wie wir jetzt ein verändertes Unterrichtsformat, Lernen in der Schule und Lernen zu Hause waren wir so nicht gewöhnt.
Kinder, die alleine auf sich gestellt waren, waren wir auch nicht gewöhnt. Notbetreuung, was ist denn das jetzt eigentlich? Also wir haben ziemlich viele Formate, die neu sind und überall müssen wir uns irgendwie einruckeln. Jetzt muss man schon gucken, was ist das System in der Lage zu stehen? Und das wird die Zukunft zeigen, wo können wir überall nochmal zulegen, weil es ist ein Problem noch, das muss ich leider jetzt an der Stelle auch sagen, dass wir halt auch noch by the way mitnehmen müssen, das ist der Lehrermangel. Wir sind gerade nicht zu viele. Wie schön wär's denn, wenn wir jetzt diese Lehrerschwemme hätten, die gab's auch mal, wo die Lehrerinnen und Lehrer auf der Straße standen und wir nicht wussten, wohin mit denen. Ja, das wäre jetzt ideal. Jetzt hätten wir nämlich das Geld. Und wenn wir jetzt diese Lehrer hätten, dann könnten wir das Geld den Lehrern geben und die in die Schule geben. Und dann hätten wir sofort zum Schulstart die Möglichkeit, in Kleingruppen zu differenzieren. Momentan haben wir das leider nicht. Danach hätte ich Sie jetzt ohnehin auch noch im Rahmen unseres Gesprächs gefragt, wie denn die Perspektive für den Lehrberuf ist. Menschen werden gebraucht und Sie haben ja gerade schon gesagt, Geld ist da, aber bis die Ausbildung dann abgeschlossen ist, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also das Arbeiten in der Krise, in der Dauerkrise, ist nicht eben besonders angenehm. Es ist für uns nicht angenehm und die Attraktivität des Lehrerberufs leidet darunter. Das heißt, genau das ist jetzt der Ansatz. Wir müssen jetzt irgendwas tun, dass junge Menschen sagen, boah, Wahnsinn, ich will Lehrerin werden. Also Grundschullehrerin, das ist mein Traumberuf. Das hätten wir gerne. Wir brauchen den Nachwuchs. Und Ihre Frage ist so angelegt, dass ich jetzt wirklich so antworten muss, hätte man denn auf den BLV gehört oder auch auf andere Lehrerverbände, die schon seit Jahren sagen, tut jetzt bitte was für die Attraktivität des Lehrerberufs, damit nicht immer weniger das studieren, sondern dass die Leute, die jungen Leute sagen, hey, das ist der richtige Beruf für mich. Ich werde Gymnasiallehrer, ich will Förderschullehrer werden. Ich gehe als Mann in die Grundschule. Und das ist das, was wir brauchen. Und da, Herr Hahn, ist es allerdings jetzt schon so, dass ich mir eher Sorgen mache, ob der ganzen Diskussion, die auch ein bisschen an dem Image gekratzt hat im Lehrerberuf, also waren das die Richtigen, was müssen die alles leisten, also das Image nicht so top. Bei der Besoldung können wir mal sagen, haben leider die Grundschullehrer immer schon den Kürzeren gezogen. Und jetzt merken wir auch, dass die Herausforderungen zunehmen. Ist es jetzt ein attraktiver Beruf? Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, wird mir Angst, vor allem bei einer Gruppe, bei den Mittelschullehrern. Das scheint die Schulart zu sein, wo jetzt immer weniger studieren, wo wir aber Kinder haben, die die Besten bräuchten. Und da wird es mir Angst und Bang, weil das gesellschaftliche Auswirkungen hat, wenn eben diese Kinder nicht die Besten haben, sondern irgendjemand dann in der Mittelschule unterrichtet, dann wird es gefährlich, weil da steckt auch ein gesellschaftlicher Sprengstoff drin. Wie integrieren wir die Schwächsten in der Gesellschaft? Unser Bildungssystem, Sie hatten es vorhin schon kurz angedeutet, steht ja in dem Ruf, dass es Kinder aus sozial schwachen Familien eher benachteiligt. Was müsste denn aus Ihrer Sicht getan werden, um hier mal die Situation zu verändern, zu verbessern? Also da gibt es nur ein Zauberwort und das heißt Förderung. Also wir haben das übrigens gelernt, also ich kann Kinder fördern. Ich kann auch drei Kinder in einem Bereich, wo sie eine individuelle Schwäche haben, sehr passgenau bedienen, damit sie den Anschluss kriegen. Ja, drei Kinder. Ich kann aber 26, die ich permanent auf den gleichen Berg, in der gleichen Geschwindigkeit, zum gleichen Zeitpunkt auf die Spitze bringen muss, da tue ich mich ein bisschen hart, den Kamm zu ziehen. Also das heißt, wir müssen einfach hinkriegen, eine Idee von Schule ist nicht immer für alle das Gleiche, ein Lehrer und 24 und ich sage da, wie es weitergeht. Nein, Schule ist schon lang anders. Wir müssen jedem Einzelnen in irgendeiner Weise gerecht werden, im reichsten Bundesland. Sollte uns es gelingen, kein Kind zu verlieren, und bitte nicht nur in Sonntagsreden der Politiker, sondern uns vor Ort in der Realität. Und da gibt es nur ein Zauberwort und das heißt Lehrer. Erstens, zweitens Lehrer, drittens Lehrer. Also das heißt einfach mehr Personal oder auch Multiprofessionalität. Wir können auch mal andere Professionen in die Schule bringen. Ich muss, glaube ich, jetzt stoppen, weil sonst, wenn Sie mich da weiterreden lassen, dann würde ich jetzt eine Schule zeichnen von morgen, die aus Corona gelernt hat, dass es mehr ist wie Mathe, Deutsch und Englisch. Wir reden ja gleich auch noch über das Lernen, denn ich habe von Ihnen ein Zitat gefunden, das geht so, wir haben die Kinder bis dato kaum darauf vorbereitet, selbstständig zu lernen. Hm. Warum eigentlich nicht? Ja, also wir wissen alle, dass derjenige im Leben die besten Chancen hat,
der Lust auf Lernen hat und der selber sich was anlernen kann. Was machen wir in der Schule? Da gibt es einen bisschen plumpen Begriff, aber den würde ich jetzt doch gern strapazieren. Der nennt sich bulimisches Lernen. Das heißt, wir bereiten die Kinder just in time vor, alles reinzuholen, was es jetzt zu lernen gilt, das dann, ich will jetzt die Begrifflichkeit nicht ganz so platt verwenden, hinzuschreiben in dem Moment, wo die Schulaufgabe geschrieben wird. Und wenn du dann als Lehrerin nach 2-3 Wochen sagst, gell, wisst ihr es noch, wo wir damals das mit Pythagoras gemacht haben? Wie? Pythagoras? Nein, das haben wir nicht gemacht. Und dann kommst du dir als Lehrer manchmal so vor und sagst, das gibt es ja nicht, das haben wir gemacht, da hatten wir einen Schnitt von 2,2 in der Probe. Ihr könnt es alle. Nein, das war die andere Klasse, da haben sie sich getäuscht. Also diese Frage, was bleibt längerfristig nachhaltig hängen, die müssen wir uns stellen. Und Bildungsverlierer waren in Corona-Zeiten die Kinder, die nicht eigenverantwortlich lernen konnten. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Warum tun wir das nicht? Weil unser Schulsystem ziemlich traditionell ist, ziemlich leistungsorientiert ist und noch nicht den Change hingelegt hat, dass wir auf jeden Einzelnen schauen müssen und vor allem auf die Art und Weise, wie wir lernen. Wir gucken immer alle, schaffen wir das? Die Eltern haben gefragt, um Gottes Willen, jetzt haben die das nicht gelernt, um Gottes Willen, das Leben geht vorbei. Ich habe dann immer gesagt, ja, meinen Sie denn nicht, dass Ihr Kind auf lange Strecke trotzdem einen Beruf erlernen wird, einen Mann kennenlernen wird, ein Kind kriegen wird, eine glückliche Ehe führen wird? Das hängt jetzt nicht gerade von diesem einen Wissensbereich in den 2 Wochen Corona-Zeit ab, wo wir das nicht unterrichtet haben. Und da zeigt sich für mich eigentlich, wo die Diskussion lang gehen muss. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass Sie so ein Format auflegen, wo die Bildung Thema sein darf. Weil wir müssen jetzt aus Corona lernen, was ist denn eigentlich Aufgabe von Schule? Wenn ich die Bildungsdebatten so verfolge, dann fällt mir auf, dass es immer um den Zweck geht. Deutschland braucht mehr Ingenieure, bessere Ingenieure. Und es ist ja dann klar, dass dann bestimmte Fächer, also die MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, besonders betont werden. Aber Lernen, da geht es auch um die ganze Persönlichkeit, es geht um Orientierung, dass ein Mensch zu einer Persönlichkeit heranreift. Mir scheint das wenig im Blick. Wie erleben Sie denn diese Debatten? Wir erleben es genauso, wie Sie es sagen. Und ich freue mich ja, wenn Menschen wie Sie, die in der Öffentlichkeit stehen, das so betonen, wie Sie es gerade getan haben. Das scheint ja dann auch Ihre Überzeugung zu sein. Warum ist es denn von so vielen Menschen die Überzeugung, dass ganzheitliches Lernen, so nennen wir diesen Bildungsbegriff, so en vogue ist? Ich könnte jetzt einen sehr blumigen Satz sagen, den traue ich mir auch sagen. Meine Überzeugung ist es, dass Kinder dann mehr lernen, wenn ihr Herz hüpft. Das ist sehr blumig formuliert, aber was steckt dahinter? Wenn ich ganzheitlich lerne mit Kopf, mit Herz und mit Hand, dann bin ich sozusagen als ganzer Mensch gefragt und auch in aller Energie bei dem Lernarrangement. Und dann bleibt auch das längerfristig nachhaltig hängen. Und wir wissen das alle. Und wenn Sie fragen, wie bilden wir? Ich wage mal zu bezweifeln, dass die Industrie MINT-Kinder braucht, die bulimisch gelernt haben, aber gerade nichts mehr wissen. Wir brauchen doch Menschen, die agil sind, die kreativ sind, die sich auf neue Prozesse, das sehen wir doch jetzt gerade in Corona, einstellen können, die in Firmen arbeiten und sagen, boah, da gibt es eine tolle Challenge und die nehme ich jetzt an. Ja, was muss ich denn jetzt da wissen dazu? Ich brauche dann also Leute, die sich das Wissen dann aneignen. Ich spreche nicht gegen Basiskompetenzen, die brauchen wir dringend. Ja? Also wir brauchen jetzt nicht diskutieren, lesen, rechnen, schreiben, Physik, Chemie, Biologie, gibt es Grundkenntnisse. Übrigens vielleicht auch Religion, weil wir jetzt ja hier in einem Haus sind, wo man vielleicht ganz kurz auch mal sagen dürfte, in der ganzen Corona-Zeit gab es nur die Hauptfächer. Ist das andere nicht mehr wichtig? Also genau die Diskussion, für was bilden wir die Kinder und Jugendlichen aus. Ich bin der Meinung, für eine Welt im 21. Jahrhundert, und da sollten wir ein Schulsystem verlassen aus dem 19. Jahrhundert und vielleicht jetzt mal gerade in der Zeit die Chance annehmen, anders zu denken. Die Welt im 21. Jahrhundert wird auch wieder Phasen ohne Corona mit sich bringen. Wie sieht denn die Schule nach Corona aus? Wie viel Zeit haben wir noch, Herr Hahn? Gut, also ich sage es mal schon ein bisschen fokussiert auf unser Gespräch, das wir jetzt hinter uns haben. Lernen aus Corona heißt, die Frage zu stellen, was möchte die Gesellschaft von Schule von morgen haben? Also die Überschrift wäre für mich, was ist eigentlich Auftrag von Schule? Und ich kann antworten, für uns ist es der ganzheitliche Bildungsbegriff und die Erkenntnis, dass Kinder mehr sind wie Noten,
Ein kurzer Satz noch aus Corona, als der Ministerpräsident sagte, Corona sitzen bleiben gibt es nicht. Ja, da hatten wir irgendwie den Eindruck, jetzt bricht ganz Bayern zusammen. Weil, also wie jetzt? Ja, jetzt gehe ich praktisch in die Schule und lerne zu Hause und habe keine Schulaufgabe? Ja, für was lerne ich denn dann? Wie, ich kann nicht sitzen bleiben? Ja, für was ist denn Schule sonst da? Also aussortieren, umsortieren, sitzen bleiben. Jetzt gibt es das nicht. Und das müssen wir jetzt nehmen, diese Fragehaltung der Gesellschaft und schauen, was bedeutet eine Schule, die ein Stück weit von der Fachorientierung Abstand nimmt, die ganzheitlich denkt, phänomenologisch denkt. Und jetzt mache ich meinen Punkt, weil die Diskussion sollte die Gesellschaft jetzt führen. Wir tun alles als BLV, dass das jetzt auch nach Corona Top-Thema bleibt. Weil ich habe Angst, dass die Bildung dann mal wieder irgendwann nicht mehr so im Zentrum steht. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive habe ich wahrgenommen, dass die Phase des Lockdown sich für Kinder besonders schwierig dargestellt hat, weil eigentlich alles fehlte, was sie brauchen. Also dieses Physical Distancing ist eigentlich kontraproduktiv. Kinder brauchen den Umgang nicht nur mit Geschwistern, sondern mit anderen, mit größeren, jüngeren, um auch da Persönlichkeit auszubilden. Und ich habe Stimmen gehört, die schon auf diese Phase des Lockdowns sehr kritisch zurückschauen und sagen, das wird Spuren in der Biografie hinterlassen. Gibt es Erkenntnisse so aus Ihrem Verband heraus? Wie sind denn Ihre Einschätzungen? Ich bin ja als Pädagogin immer Optimistin. Jetzt würde ich es mal kurz umdrehen wollen und sagen wollen, Kinder, die in dieser Phase überlebt haben, ich würde jetzt gerne mal das Bild wirklich so verwenden wollen, haben ja auch Resilienz gelernt. Sie haben gelernt, boah, da geht die ganze Welt fast unter, wir haben es geschafft. Also so im Sinne von, ich kann mit ganz großen Krisen umgehen. Was ist denn eine Katastrophe eigentlich? Es war der Katastrophenzustand. Und wir sind da jetzt, so optimistisch bin ich jetzt mal, durchgekommen. Viele haben ganz was Neues gelernt, Lehrerinnen, Eltern, Kinder. Also ich würde es gerne sehr positiv deuten wollen, im Sinne von, ja, da sind Emotionen, soziale Kompetenzen verloren gegangen. Da wird es was reinzuholen gelten. Aber es ist auch was gelernt worden. Und wer durch eine Krise geht und sagt, das haben wir geschafft, das ist doch auch was Schönes und dann bin ich auch ein bisschen krisenfester, ich will nicht die nächste haben, aber für mein Leben. Und das würde ich gern so positiv am Schluss vielleicht deuten. Ja, vielen Dank für diese hoffnungsvolle Perspektive. Für Sie persönlich und Ihre Vorhaben alles erdenklich Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Meine Damen und Herren, das war der Rotunde Talk aus der Evangelischen Akademie Tutzing. Heute mit Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.